Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ich weiß nicht, was zur Hölle abgegangen ist, aber sie sind alle sehr, sehr traurig wegen Nahrung. Und das ist mal so eine Sache, die ich gerade nicht verstehe, wie, was ist mit der Nahrung? Weil wir keinen Fisch und kein Brot mehr haben, wo ist das Brot hin? Ja, wo ist unser Bäcker? Wo habe ich denn den Bäcker eigentlich? Da ist er, oder? Nee, das ist der Käser. Bäcker? Nee, Alkohol. Das ist mal ganz... Ah, da ist der Bäcker, hupsala. Die sind nicht alle nicht so unbedingt happy. Haben wir nicht so viel Fisch mehr. Was brauche ich denn die ganzen Fischer, wenn da nichts drin ist? Oh Gott. Ah, dann lassen wir mal die Zeit weiterlaufen. Vielleicht erholt sich das gleich wieder. Ich hoffe es zumindest. Außerdem würde ich dann noch einen zweiten Bäcker bauen. Die Mühle müsste ja mittlerweile ausgelastet sein. Das ist ja schon mal gut. Ah, da steigt es auch wieder. Okay, es ist echt das, dadurch, dass die Nahrung dezent gefehlt hat, aber jetzt wird es ja sich wahrscheinlich bessern. Wir haben keine Beeren mehr, jetzt haben wir nur noch Fisch. Oh. Stimmen wir ja auch wieder voll an. Sind die denn alle bei der Arbeit? Ich arbeite, ich bereite mich auf die Arbeit vor. Wo bist denn du? Ah, die geht jetzt da oben rum. Okay. Aber die sammeln auch da, oder? Ja. Perfekt. Also Beeren, ja, es geht. Ist alles mittlerweile wieder sehr, sehr eng. Ich darf auf jeden Fall... Muss aufpassen, wie ich weitermache. Wie es scheint. Ich habe ja eigentlich relativ viel Fischer und alles, ne? Aber es ist irgendwie nicht so wie... Wo laufen denn die hin? Ach, das sind unsere Holzfäller. Unsere Holzfäller. Wie geht's der Brauerei? Die hat mittlerweile auch Bierchen braut. Ist der Käse? Kann ich Käse auch verkaufen rein theoretisch? Geht das? Könnte ich ja. Aber da ist keiner, kann das sein? Musst du für das ein Bürger werden oder so? Ich weiß es nicht, aber mittlerweile haben wir wenigstens genug Essen wieder. Wie schaut das eigentlich mit, wenn ich jetzt sage, hier Wohngebiete? Das ist alles rot hier. Das ist alles jetzt nicht so gut. Ich habe außerdem eure Kommentare gelesen. Das können wir können ihr gerne mal jetzt gerade mitten im Video, damit ihr seht, was ich eigentlich mit zu kämpfen habe. Weil ich habe jetzt gestern auf ein paar Kommentare mal wieder endlich geantwortet. Das Problem ist, ich habe zwar... Nein, das ist Zeppen. Warte mal, wo ist die App? Ich habe hier am Handy auch die Studio-App. Ne? Da sehe ich auch alles. Bloß irgendwie werden die Kommentare da nicht wirklich angezeigt. Beziehungsweise, ich kriege nicht mal meine Nachricht hin und her. Ich weiß nicht, was aktuell mit YouTube los ist. Auf jeden Fall bin ich da relativ immer hinterher. Deswegen muss ich mich bei Alpha Gaming TV entschuldigen. Der hat vor 3 Wochen einen Kommentar geschrieben. Game sieht sehr nice aus, gutes Video und angenehme Stimme zum Zuhören. Vielen, vielen Dank. Abo und Like hast du von uns. Komm auch aus Österreich, vielleicht kannst du ja bei uns mal vorbeischauen. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück, Alpha Gaming. Ich habe geschrieben gestern, dass ich am Abend vorbeischaue, bloß gestern ist leider doch einiges noch dazwischen gekommen. Ich werde jetzt danach, wenn ich mit den Aufnahmen hier fertig bin, direkt bei euch mal vorbeischauen. Dann hat Katie Horselove Katie, oder Katie Horselove Katie, ich hoffe, ich spreche dich richtig aus, geschrieben: Hey, kannst du irgendwann mal wieder das Farmspiel spielen, das du vor einem Jahr schon gespielt hast? Und könntest du mich mal grüßen?
Also Katie, ich grüße dich recht herzlich auf jeden Fall schon mal. Ist leider noch nicht das Spiel, das du dir gewünscht hast. Aber Farming Simulator würde ich gerne mal wieder spielen, ja. Mit ein paar Mods, ein bisschen anders vielleicht. Vielleicht mit ein paar Leuten mehr auch. Was hatten wir denn noch hier so für Kommentare? Das ist praktisch so. Wir hätten dann hier noch gehabt, kannst du nach Texit Rexit Jurassic Park spielen? Falls es keiner weiß, Rexit habe ich vor Ewigkeiten gespielt. Das war auf dem alten Kanal noch, da habe ich das Rexit Let's Play mal gemacht. War relativ cool, hat auch, glaube ich, vielen gefallen. Wir haben es auch zu dritt damals gemacht. Bedeutet, ich würde es sehr, sehr gerne wieder machen. Dann würde ich auch einen Server wieder aufsetzen, pipapo. Aber auch wieder mit näher Leuten, weil ich glaube, Minecraft alleine ist ein bisschen fad, vor allem bei solchen Technikspielen mit vielen Sachen, ist man alleine sehr, sehr lange unterwegs. Und wenn man wiederum zu mehr ist, dann passiert halt wiederum mehr, ne? Aber Farming Simulator würde ich gerne machen, Rexit würde ich auch mal wieder gerne ausprobieren, wen da mal machen. Schau mal, vielleicht mache ich da mal ein Announcement einfach, wo sollte Leute dann einschreiben können, wenn sie Lust hätten mitzuspielen oder zusammen aufzunehmen. Aber da müssten wir halt schauen, ne? So, es fehlt halt diesen 7 Leuten an Häusern. Ich weiß bloß nicht wieso, weil ich habe ja alles ausgeschrieben, ne? Ja, Wohngebiet. All das hier. Und die wollen halt unbedingt dort wohnen, wo sie, naja, ihre Arbeitsplätze haben. Jetzt ist die Frage. Oh, da kommt ein Gesandter. Du rettest mich gerade. Nein, ist so. 30 Bären. Oh, das ist teuer, aber wäre schon geil. Für die Arbeit, für den Klerus, für das Kriegsball. Mach mal. Warum geht denn das jetzt? Oh. In einem Schlag sind alle Bären einfach weg. Wie geht das denn jetzt schon wieder? Da sind 4 Mitarbeiter drin. Da sind sogar 49 Bären da. What? Hä? Hä? Ich würde mal sagen, wir machen den hier jetzt noch die Möglichkeit. Und damit die vielleicht happier sind, bauen wir hier dekorativ noch eine Schafstatue. Weil ich hoffe dann, dass die sozusagen den Bereich da, der sozusagen schlecht bewertet ist, aufpusht. Ne? Nee, mit Foundation muss ich eh schauen, wie weit wir noch weitermachen, weil ich bin dezent überfordert mit dem. Also überfordert nicht, aber es zieht sich halt, ne? Also man sieht ja, jetzt ist ja relativ ruhig, man muss eher dauernd irgendwelche Fehler finden und die wieder ausbessern. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Richtige sozusagen für ein Let's Play ist. Und deswegen muss ich da jetzt auch überlegen, ob ich da nicht vielleicht wieder auf was anderes wechsle. So, wir machen jetzt hier ein paar Bäumchen hin. Keine Schafschuhe, nein, auch kein Zaunzierbaum. Wir machen jetzt so eine Ellie draus. Können jetzt schön wachsen. Die Schafstatue wird schon schön gebaut. Und ich würde ja sagen, jetzt können wir die schon abgeben. Wir tun hier hinten endlich einen für das Eisen hinsetzen. Eisenmine. So. Weil dann können wir endlich unser eigenes Eisen produzieren und da vielleicht das mit dem Geld ein bisschen besser hinkriegen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Nahrung importieren, mehr schauen, dass wir auf Rohstoffverwertung gehen. Aber da müssen wir schauen. Der Brot steht mittlerweile wieder sehr gut da. Ich glaube, es war einfach sozusagen, er hat genug produzieren können, aber er hat nicht genug Sachen gehabt, die er sozusagen zum Produzieren braucht. Warum lauft ihr so? Aber okay. Ja,
Also schau mal, wie schaut es eigentlich aktuell mit den Weizenvorräten aus? Oh ne, wir tun jetzt aktuell nichts befördern, außer vielleicht zum Leibeigenen. Ja, okay. Mhm. Weizen haben wir wieder null auf Lager, das ist der Wahnsinn. Die sehen mittlerweile wieder aus. Die sind auch wieder alle voll beschäftigt, okay. Was ist das denn mal? Ah, das war die. Das war die dreckige Brauerei, das war die Käserei. Ah, schaut ganz nett aus. Attraktivität sehr hoch. Mittel. Da fehlen noch ein paar Steine, ne? Mogary ist der Baustelle zugewiesen. Ah, da baut's weiter. Ah, jetzt haben sie die tolle Idee, dass ich hier durchlaufe, oder was? Die kommen ja wieder auf grandiose Ideen. Auf grandiose Ideen hier. Vom so laufen, so zurücklaufen, anstatt irgendwie hier straight in die City. So ganz verstehe ich den Sinn dahinter nicht, aber was weiß ich schon. Was fehlt denn da jetzt? Ah, jetzt fehlt nichts mehr. Jetzt bin ich gespannt, wie sich dann die Attraktivität des Gebietes hier verändert. Weil die Bäume scheinen auf jeden Fall viel zu machen. Oder einiges. Ich werde hier ein paar Bäume dann pflanzen, um die Attraktivität stabiler zu halten. Und das machen wir jetzt schnell. Probieren wir die einfach mal hier so ein bisschen. Zierbaum. Hier plötzen. So. Einfach ein paar Zierbäumchen aufstellen. Die dann wie eine Abwehr sozusagen dastehen und das Böse fernhalten. Machen wir jetzt auch hier bei den Wohnhäusern. Wir platzieren hinten lang ein paar Bäume. Zack. Die wachsen jetzt schön und jetzt müsste er hier eigentlich schon. Ich glaube, es hat nur abgedämmt. Kann das sein? Also hier habe ich das Gefühl, es hat sich auf jeden Fall verstärkt. Aber hier habe ich das Gefühl, die Statue hat sich so absolut nichts gebracht. Können wir die rein theoretisch verzieren? Warte mal. Jetzt müssen wir gerade ein bisschen spielen, weil ich habe aktuell keinen Plan, was wir genau machen können. Vom Zaun her würde ich ja hier eh so einen hinsetzen, dann hier noch ein Bäumchen hin. Dann wieder einen Zaun. Um sozusagen den Schafen zu zeigen, hey, weiter nicht. Zack, zack. Hier wieder ein Zierbaum mal hin. Ich mag das einfach mal probieren, ob sich das wirklich was bringen könnte. Zierbaum hier hin. Also sowas würde natürlich ordentlich die Art des, wie man damit umgeht, verändern. Und wenn da jetzt eh nichts sozusagen Wertvolles ist. So, das ist jetzt sozusagen wie so ein kleiner Wall. Da kommen jetzt ein paar Zierbäumchen hin. Die sich hier ausbreiten sollen.
Weil ich fände es cool, wenn es funktioniert. Schau mal, ob sich jetzt schon was gebracht hätte. Oh ja. Also du kannst wirklich das richtig geil eindämmen. Das ist gut zu wissen. Weil ich kann rein theoretisch die Schafe einzäunen. Und das hält dann alles weg. Das ist gut. Ich dachte, das bringt sie nicht so viel. Höhe. Und das ist ja mal mega cool. So könntest du rein theoretisch bis an die Produktion ran sogar Wohngebäude bauen und sie sind immer noch happy. Weil das hat ja eine hohe Attraktivität. Jetzt. Apropos Eisenschmiede. Wie schaut's hier aus? Haben wir denn noch frei? Nee, wir haben keinen Bergmann mehr. Das langsam wird echt anstrengend. Ah, die Zierbäume bringen sich echt viel. Da bin ich erstaunt drüber. Die Zierbäume sind echt ein Luxus. Wie schaut es mit der Nahrung aus? Brot 93, das ist super. Wie schaut der Markt mit Fisch? Fisch 0. Ja. Da ist sogar noch 10 Fisch drin. Noch 5 Fisch drin und hier ist auch noch 5. Also da ist ja noch 30, 40 Fisch drin. Wo wird denn der Fisch gelagert, so blöde Frage? Oh, im Hauptteil, ja, das ist dann blöd. Tun wir dich hier dazu. Du hast wenig abzuholen und tun dich hier Lager leeren. So. Da ist schon wieder so ein Gesandter. Was haben denn die? 5 Brot. Haben wir lieber für Schwert. Können wir schon wieder was Neues machen? Einen Handelsbonus können wir uns erarbeiten. Das ist ja etwas, ne? Oh, das haben wir nicht. Einen Handelsbonus hier können wir nicht. Erhöhung des Handelsbonus um 20% durch die Loyalität des Dorfes. Okay, okay. Also müssten wir irgendwas beim Handel kriegen, oder was? Schon eher weniger so aus. Wir bräuchten mehr Dorfbewohner. So schaut's aus. Das würde uns jetzt extrem helfen. Wie schauen die Weizenvorräte aus auf Null? Ja, es ist relativ ruhig, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, und diesmal werde ich sie lesen, ich schwör's euch, was ihr gerne sehen würdet, ob weiter Foundation, Kerbal Space Program, Minecraft, Farming Simulator, was haben wir denn noch alles? Hearts of Iron. Hearts of Iron würde ich mal gerne streamen, aber muss ich mal schauen, wie das so geht oder wie es ausgehen würde. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Everything changes.